In den Tagen vor dem Fest versuchen die meisten Städte, mit Weihnachtsmärkten die Deutschen und ihre Besucher in Stimmung zu bringen. Doch die Märkte sind inzwischen auch ein Exportschlager mit besonderen Eigenheiten. Der Geruch von Zimt und Mandeln hängt in der Luft, im Hintergrund ist Lit It Snow zu hören, ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt ist für die meisten Deutschen ein fester Bestandteil der Festtage. Doch auch im Ausland haben die rustikalen Märkte mit Adventsambiente einen beispiellosen Siegeszug hingelegt. Der deutsche Weihnachtsmarkt gilt vielen Veranstaltern als Vorbild. Kunsthandwerksstände, kleine Buden mit Bratwurst und Glühwein findet man in der Regel auf Anhieb. So auch im Herzen der britischen Hauptstadt, mitten im berühmten Londoner Hyde Park. Dort hat mit dem Winterwunderland ein riesiges Volksfest in diesem Jahr bereits zum 11. Mal in Folge seine Toren geöffnet. Mit dabei sind auch dieses Mal zahlreiche deutsche Gastronomen und Aussteller, die in einem eigenen Areal auf dem Festplatz ihre Buden aufgeschlagen haben. Rund 50 der 170 kleinen Hütten dort werden von deutschen Händlern geführt, wie Betreiber David Collert erzählt. Für sie stellt das Wunderland mit seinen durchschnittlich 4,5 Millionen Besuchern eine lukrative Einnahmequelle dar, auch wenn der Andrang im Vergleich zum Vorjahr spürbar abgenommen hat. Die Händler haben zum jetzigen Stand bis zu 30% Umsatzeinbußen zu beklagen, so Collert. Grund dafür sei die Furcht der Briten vor einem Anschlag. Das Land ist in diesem Jahr bereits 5-mal Ziel von Terrorattacken geworden, 4 davon in London. Trotzdem suchen auch in diesem Jahr wieder zahlreiche deutsche Händler und Gastronomen ihr Glück auf der Insel. Wie viele es genau sind, darüber lässt sich nur spekulieren. Genaue Daten zu deutschen Schaustellern im Land gebe es nicht, sagt eine Sprecherin der deutsch-britischen Industrie- und Handelskammer. Doch ganz gleich, ob man an MR, Bratwurst, der Almhütte oder dem Glühweinzauber vorbeizieht, die deutsche Beteiligung springt einem schon beim Betrachten der Schriftzüge sofort ins Auge. Der Vorzug eines Marktstandes in Großbritannien liegt dem Wunderlandbetreiber zufolge auf der Hand, die Chancen auf einen lukrativen Standplatz stünden deutlich besser als in Deutschland. Wenn man beispielsweise auf dem Nürnberger Christkindlmarkt einen Platz haben will, kann man sich auf mindestens 10 Jahre Wartezeit einstellen. Dort werden die Stände in der Regel weiter vererbt. Beim Erkunden der anderen Teile des Wunderlands stellt man jedoch schnell fest, wie weit sich die Briten bei der Gestaltung vom deutschen Klassiker entfernt haben. Vor dem Eingang eines großen Bierzeltes, das ebenfalls von einem Deutschen betrieben wird, tummeln sich viele Betrunkene. Nach 7 Uhr schlägt die Stimmung in der Regel um. Dann tanzen die Gäste normalerweise betrunken auf den Tischen, erzählt ein junger Sicherheitsbeamter. Richtig weihnachtlich ist dieses Saufen bis zum Umfallen nicht, aber leider sucht man authentische Märkte in London vergeblich, sagt Kurt Stroscher von der Frankfurter Tourismusbehörde. Er war es, der 9.